Ja, hallo Leute, zurück bei Guild Wars 2. Hier grüßt euer Bombi-LP und mit dabei ist natürlich Panic Pixel. Genau, das Pixel Playground Team ist auch wieder vertreten. Ja, Und und da wir würde ich machen sagen, weiter. genau, gehen wir weiter fort. In der Story, wo gehen wir hin? Zum Moorhof oder? Richtung Felder, oder? Ja, genau. Dann kommen wir da hinten und zu dieser Banditenhöhle, wenn mich nicht Ja. alles täuscht. Genau. Ich glaube, das ist sogar das Schwerste jetzt so hier in der Gegend, diese Banditenhöhle. Ja, da bin ich ganz oft damals gestorben mit meinem Nekromanten. Ja. Das war schlimm, Ja, aber. die spawnen da aber auch. Oh, hier gleich Diebe. Wollen hier keine Diebe. Muss erstmal wieder mein Schwert hier hochskillen. Ja, ich tue jetzt den Fokus ein bisschen. Hoppala, ich habe da fast was liegen lassen. Nö, doch nicht. Was liegt denn da? Ah, ein Kuhfladen. Ne, den lasse ich lieber liegen. Ah, den nehme ich aber mit. Wollte schon immer mal einen haben. Na? So nicht Freundchen. Ich gedacht, er könnte sich verstecken. Aber nicht mit uns. Wäre ja noch schöner. Oh, das ist auch ein schöner Gildenname, Beef. 100% Beef. Böses ist im Busch. Oder auch nicht. Oh, Ah, doch. doch. Hat sich aber Zeit gelassen. Er wusste, wer hier vorm Busch steht. Ja, nee, nee, mit denen lege ich mich nicht an. Und da Ich spring fliegen da schon gerade mal wieder die durch. Uppercuts. Da ist auch noch einer. Hätte ich auch noch mal ein bisschen. Ja, aktivier Hätte mal ein den. bisschen Ich drin ziehe den rum. dann einfach zu dir, wenn da was rauskommt. Nö. Nur so ein komisches Küken-Ding. Gucken, wo du Bist denn bist, da? oder? Ah, mein Inventar ist voll. Schon voll. Ihr macht Witze, Ja. oder? Aber ich finde diese Funktion, dass du diese Sammelgegenstände alle lagern kannst, mit einem Klick extremst gut. Ja, das ist echt gut. Dann gehen wir mal da rein, oder? Aber natürlich. Ja, super. Auch direkt Hilfe. Ja, neckisches Kleidchen hat die Frau da an. Als Asura hast du die perfekte Größe für sowas. So, mal in den Beutel reingucken. Die Stofffetzen. Alles mitnehmen. Stimmt, ich habe auch ein paar. Drei Stück. Gleich mal einlagern. Da ist auch schon wieder der nächste. Direkt mal hinspringen. Eine Chance lassen, irgendwas zu machen. Wäre ja noch schöner. Neuer Zauber, Pistolenpeitsche. Das hört sich ja sehr schön an. Ja, Bombis SM Studio, die Pistolenpeitsche. Nicht immer auf den Kleinen, ich kann doch nichts dafür. Ja, der Kleine ganz groß. Oh, eine Bombe. Er erinnert mich so an Bombi. Wie kommt's? Ich weiß auch nicht. Oh, ich habe eine Farbe gefunden. Oh, du bist bei mir gerade explodiert. Gestohlenes Futter. Ich brauche Verstärkung. Gischtfarbe, okay. Boah, das war jetzt fies, ne? Du standst an dem dran. Und auf Ja. wen rennt er? Rennt er zu mir. Habe ich mir auch gerade schon gedacht. Schon wieder eine Farbe.
So, und jetzt habe ich wirklich gar keinen Platz mehr. Tun wir mal hier. Ah, jetzt wird es bei mir aber auch langsam voll. So. Dann lege ich mal meinen Dolch an statt der Pistole, um das auch gleich abgeschlossen zu haben. Mal gucken, habe ich irgendwas Neues? Ein Schwert habe ich jetzt. Ja, komm, dann skillen wir ein Schwert noch mit. Mit Banditen legt man sich nicht an. Aua! Ja, können wir gleich mal gucken, ob wir hinten den. Ja, genau, den Boss da, ne? Den Champion, ob da genug Leute für da sind. Ja. Na, wo bin ich dann? Hä? Wo bist du hingesprungen? Ich weiß auch nicht. Nur immer weg gewesen. Probier's nochmal. Okay. Was ist los? Ach, ich spring zum Gegner und dann kann ich da wieder zurück springen irgendwie. Ah ja, das so ein Schwertskill, ne? Ja. Ja. Der ist ganz lustig. Was erinnert mich das an? League of Legends an die LeBlanc. Stimmt, ja. Jetzt wo du es sagst. Schon wieder eine Farbe. Also ich werde gerade mit Farben. Wasabi. Vielleicht meinen sie einfach, du bist zu blass. Ja, blass bin ich auf keinen Fall. Aber okay. Ah, schade, den Champion haben sie scheinbar schon gemacht. War dann halt Aussichtspunkt. Besser als nichts. Ach so, ich war gerade verkruppelt. Denkst du, warum laufe ich so langsam? Tada! Wunderschön. Ich würde auch ein Ausblick. Ja, ich würde auch einen Aussichtspunkt direkt in der Höhle machen. So, da der Typ ja nicht da ist. Schade, müssen wir den später machen. Elixier der Helden. Ja, bist du für ganz kurz, glaube ich, unverwundbar oder so. Ah, genau. Ah, rein damit. Ja. War ja witzig, nimmt die Flasche in die rechte Hand, aber trinkt mit der linken. Multitasking. Ja, aber in der linken Hand war ja nichts. Ach, verdammt, wir können nochmal zurück, da ist ein Händler. Ach. Wir können unseren Crab mal verkaufen. Oh ja, gute Idee. Sonst schleppen wir den noch ewig mit uns mit. Ich gebe auf. So, Schrott verkaufen. Erstmal gucken, was kann ich anziehen? Was ist denn hier besser? Neue Schuhe. So, okay, den Rest kann ich alles. Ich gebe auf. Das kann ich weg. Weg, weg, weg. Ja, normalerweise tue ich ja die ganzen Sachen wiederverwerten, aber jetzt beim nächsten Mal. So. Da fühlt man sich doch gleich leichter. Ja, ich spring schon wieder höher. Mach Flickflack. Oho. Level up. GZ. War doch ein Level up, oder? Müsste sein. Weil ich schon wieder eineinhalb Ball voll hab. Und weg. Und tschüss. Aua, aua. So fest, ey. Echt gemein, immer auf die Kleinen.
Ja, die können sich halt am wenigsten wehren. Ja, sollen mal warten, bis ich groß bin. So ist das Leben. Oder bis ich mein erstes Großschwert habe. Was bei den Dorn wahrscheinlich aussieht wie ein Zahnstocher. Ihr macht Witze, oder? Ja, aber die kleinen Unscheinbaren, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Na, bist ach, sieh mal einen an, da ist so ein Beef tot. Ja. Ein Stück Fleisch. Der haut, der schießt doch auf mich. Sag mal. Wie frech, jetzt schießt du auf mich. Na, jetzt schießt er gar nicht mehr. Da, aufstehen. Nicht so schnell. Yeah. Na, wo rennst du hin? Zu mir. Immer zu den Kleinen. So, dann haben wir die Höhle doch schon mal perfekt leergeräumt. Bis auf den Boss da. Ja, der hatte halt Angst vor uns. Genau. Ja, nee, mit den beiden leg ich mich nicht an. Ach, sieh meine an, die, die wir gerade wiederbelebt haben, hat sich sogar bedankt. Das ist hier mit. Schön. Dann würde ich sagen, wir gehen mal da zu diesem Wasserwerk-Ding. Da sind auch eigentlich immer ein Event gerade am Laufen. Und eine Sehenswürdigkeit. Auch noch. Und natürlich der Aussichtspunkt, nicht zu vergessen. Anerkennung. Ah, Anerkennung, sagt er wieder. Ich glaube, der hat so. Der hat gerne Anerkennung. Muss es mit seiner Größe kompensieren oder so, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, weil... Oh, ja, hier perfekt, ein Event, Giftniveau im Wasser speichern. Noch 4 Minuten 40. Das packe mal. Jetzt sind wir ja da. Banditenkloppen ist ja... nicht lieber als das. Hey, irgendjemand muss es machen, ne? Oh, hier sind gleich ganz viele. Was war denn das? Ups. Ich drück mal auf die Tasten und weiß gar nicht, was ich mache. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Bis da, wo wir gerade waren. Beim jetzt? Ersten Tor. Ach, okay. Ja, irgendwann lerne ich es auch noch. Ah, haben wir ja jetzt genug Zeit, ne? Boah, meine Güte, stehen hier hinten viele. Ach, nicht so viel drauf. Zack. Ups. Jetzt werde ich nie. Keine Herausforderung. Nee, absolut nicht. So, holen wir uns den Aussichtspunkt. Ja. Ah, hier der Torin Eisblick steht da. Hoffentlich guckt er mich nicht an. Was ich auch echt nett finde, ist, wenn du hier diese Aussichtspunkte dir anguckst und Spieler gerade am Kämpfen sind, dass das noch so implementiert ist und nicht irgendwie eine vorgerenderte Cutscene ist. Also eine komplett vorgerenderte Cutscene. Ja. Das gibt's irgendwo im Nordengebiet. In einem 80er, da kommt dann immer so ein dicker Drache, der Eisdrache. Und da gibt's in der Nähe auch einen Aussichtspunkt. Ich habe mir den damals geholt und sah gerade, wie dieser Drache gelandet ist. Das ist super ausgesehen. Na da, das müsste mal in der Aufnahme passieren, dann wäre alles cool. Ja. Ja, vielleicht haben wir das Glück. Da ist ja noch ein bisschen hin. Hin und her rennen, wie wir es mögen. Schon wieder so viele dahin. Eben nicht auf. Was ist das eigentlich? Das sind nicht die klügsten Banditen, würde ich sagen. Ja, die wollen halt aufs Maul. Hey, ich stelle mir auch echt diesen Job sehr langweilig vor. Du weißt. Du musst hier den Bösewicht spielen, den armen Banditen, der zu Hunderten einfach umgenatzt wird. Das
das ist so ABM-Maßnahme vom Arbeitsamt, glaube ich. Oh, jetzt bin ich wieder zurückgesprungen. Neue Fähigkeit. Ja, ich bräuchte mal eine neue Waffe, um eine neue Fähigkeit zu haben. Wenn du irgendwie mal einen Stab oder sowas findest, sag Bescheid, den kann ich benutzen. Bogen habe ich. Oder eine Pistole. Nee, Bogen kann ich nicht benutzen. Aber ich kann den Bogen benutzen. Ja. Kommt schon wieder der nächste, sag mal. Waffentausch erst ab Stufe 7. Na toll. Der Arbeiter da unten gönnt sich erstmal eine Pause, ne? Ja. Arbeitet wahrscheinlich auch so viel, ja. Oh, ich bin die ganze Zeit zurück. Hörst du mal auf, als Gift hier in meinen Wasserspeicher zu schütten? Ach, sowas. Noch 12 Sekunden, das wird... Na, oh, verdammt. Geschafft. Na, das Event ist gescheitert. Echt? Ja. Oh. Egal, ich habe trotzdem diese Gold-Emblem-Dings da bekommen. Also... Na, jetzt müssen wir diese Giftkleckse abgeben oder so. Ja. Giftkleckse sammeln und abgeben. Oh, ich bin unsichtbar. Jetzt genau nicht mehr. Die Quest, über die wir vorhin geredet haben. Perfekt. Na. Ja, das Schöne ist, hier geht's ja noch alles richtig schön schnell. No. Wie viele Kleckse habe ich denn jetzt schon? 5. Ah, wir sammeln uns einfach jetzt 10 Stück, geben die dann ab. Das müsste reichen. Der nächste. Aufs Maul! Schön mal einen Dolch werfen und dass der auch im Schleim zurückkommt. Wie so ein Bumerang. Wie denn jetzt? Oh. Sag grad so aus, wäre ich im Rohr. So. Ich hab jetzt 10 Stück. Ich hab 9. Na, könnt ihr trotzdem abgeben. Gehen wir mal ab. Schön euch zu sehen. Ja, perfekt. Euer Beitrag 9. Ja. Und damit ist eigentlich auch schon wieder die Zeit gekommen. Sich zu verabschieden? Ja. Ach, gleichzeitig die Waffen weggesteckt. Das ist Stil. Jo, also ja. Leute. Dann würde ich sagen, schaltet wieder ein in der nächsten Folge von Guild Wars 2. Haut rein, Socken aus, los geht's. Macht's gut. Bis dann.